Wir gucken uns jetzt mal zusammen den Paulchen Fahrradträger an. Aber erstmal zurück auf Anfang, auspacken und zusammenbauen. Viel Spaß bei diesem Video. Ich habe hier ein kleines Päckchen und da gucken wir jetzt mal zusammen rein.
We'll be right back.
Auf mich macht der Träger bis jetzt einen sehr, sehr guten und soliden Eindruck. Wie der Träger sich jetzt in der Praxis schlägt, das werde ich natürlich jetzt erst mit der Zeit herausfinden. Aber Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, geht es heute Abend los nach Fehmarn und dann wird der Träger erstmal ausgiebig getestet. Ich werde dir dann nochmal ein Update geben, wie der Träger sich im Einsatz gemacht hat. Nach anderthalb Wochen Urlaub und einigen hundert Kilometern bin ich sehr zufrieden mit dem Fahrradträger. Ich habe in der Zeit die Fahrräder mehrfach auf- und abgeladen, weil wir verschiedene Positionen hatten. Wir waren erst auf Fehmarn auf dem Midsummer Bulli Festival, dann waren wir noch auf dem Campingplatz auf Fehmarn und dann waren wir auch noch in Hannover hinterher auf dem VW-Bus Festival. Und ich musste mehrfach die Fahrräder auf- und runter machen und es hat wirklich super geklappt. Das war vom Handling astrein. Die Fahrräder hatten eine mega Stabilität, auch beim Fahren hatte ich keine Sorge, dass das irgendwie wackelt oder sonst was. Konnte immer noch ein bisschen nach hinten gucken, nicht mega gut natürlich, weil die Fahrräder halt vor der Heckscheibe sind. Ja, und ich bereue den Kauf auf gar keinen Fall. Ich würde dir genau die Ausführungen, wie ich sie hier habe, mal immer unten verlinken. Die gibt es noch etwas günstiger, gibt es aber auch noch etwas teurer. Ich habe mich für die Variante entschieden, weil ich das Verschlusssystem sehr gut finde. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben für das Video. Wenn du kein weiteres Video mehr verpassen willst, dann solltest du jetzt meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und dann wirst du automatisch benachrichtigt, sobald das nächste Video kommt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut. Bis dann und ciao.